Säbel. So. Ja, so. Oh, hier, komm. Mit. Mit. Na komm. Mit. 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 Oh. Oh. Tululu. Du schmeißt doch wieder mit Feuerbällen um dich, ne? Aber erstmal kriegst du jetzt von mir ordentlich mal einen auf den... Siehste, Feuerball, Junge. So eine Feuerball, Junge. Bam! Aber du machst nicht viel Schaden, das ist gut. So. Ein Diamant und ein bisschen Mese, ne? Vielen Dank. So, dulle. Guck mal hier eigentlich, wenn wir eh gerade oben sind, hier auch nochmal drüben. Das mit, das mit, das mit. Alles mit hier, so. Also, wir waren dabei, hier runter zu gehen. Oha. Das ist so eine vertikale Senkrechthöhle. Hey. Ups. So schnell wollte ich da jetzt nicht runter. Ich wollte eigentlich hier oben noch so ein bisschen Sachen mitnehmen. Warte mal, wir gehen nochmal wieder hoch. Also hochstecken klappt ja echt super. So, wir wollten hier eigentlich noch so und hier und hier und da hinten. Jetzt können wir runtergehen. Oha. Oha. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ja, ja. Nee, ist klar. Junge. Wollen wir es riskieren? Ja, gleich müssen wir es riskieren. Alter, bist du wahnsinnig, oder was? Nö, nö. Nö. Nö, nö, nö. Nö. Tschüss. Ah, Alter. Nicht, wenn das so unten so dunkel ist. Da sehe ich ja nicht, wo ich hinspringe. Weil der steht dann bestimmt nur auf so einer Kante und es geht auch 100 Meter weiter runter. Ja, 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 siehste. Ich sehe das doch ganz genau. Alter. Gut, das war's dann mit der Höhlentour. So. 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 La 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 la. So, also, die Höhle, leider, oh, guck mal hier, leider, Sackgasse. Ist aber ärgerlich. Machen wir denn nun, wenn hier so eine Sackgasse ist? Ich glaube, da müssen wir uns leider einen anderen Weg suchen. Sowas Blödes aber auch. ja. Suchen wir uns mal einen anderen Weg. Wir können doch eigentlich mal hier das Radar anmachen, oder? Wir können da mal gucken. Ah. Da ist nichts, nur noch da geht's aktuell weiter. Oder hier in die Richtung da hinten da des... Aber wir sind hier zu weit oben. Wir gehen mal runter und gucken mal, ob wir hier von hier unten... Klong. Also es wäre theoretisch hier in diese Richtung irgendwo. Wir machen das jetzt einfach mal. Mui, ist das hier Winzer. So. Umgehen dieses Viech einfach mal ganz geschickt. So. Fackel. Dann umgehen wir hier dieses Dings ganz geschickt. So. Funktioniert wie erwartet. So. Männchen.
Ein hiervon. Ein davon. Ein davon und ich sehe gerade, dass meine Kamera. Oh ja. Meine Kamera verdeckt das Radar. Moment. Facecam. Unten. Machen wir so nach unten oder machen wir so oben in die andere? Ich glaube, wir machen mal so mal nach oben. Oben links. Machen wir die hier an, machen wir die hier aus. So, und schon kann man das Radar sehen. Und ich bin jetzt irgendwie falsch rum, aber das ist egal. Dann gehen wir nämlich hier mal weiter. Jetzt seht ihr auch, wo ich hin will. Oh, guck mal, hier ist Diamant. Gucken wir uns dann. Habe ich gerade. Jetzt seht ihr auch, wo ich hin will? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dia ist da noch irgendwo Dia. Da ist noch Dia. So, wir gehen hier mal ein bisschen runter langsam. So. Oha. Und dann gehen wir da nämlich mal in diesen großen. In diesen großen Raum, in diese große Halle. Wie nennt man das eigentlich bei einer Höhle? Halle, ja, ne? Ich glaube, Halle ist angemessen. So. Wir sind aktuell auf 300 minus 355. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Ne, guck mal hier, das ist jetzt der ich habe mich verguckt, minus 132. Ist, glaube ich, noch zu hoch. Ich glaube, die Höhlen, die fangen ab minus 500 an, die coolen. Ja, schauen wir mal. Ja. Hier kann man dann jetzt eigentlich wieder gerade so langsam werden, ne? Och, der, ja. So. Da ist eine Öffnung. Guck mal hier. Oh, damit habe ich gerechnet. So, wo kommen wir denn? Hier kommen wir runter, ne? Hinten fliegt ein Mesemonster. Hier geht es senkrecht bergab. Das ist, glaube ich, nicht so eine geile Idee, da runter zu gehen. Jetzt habe ich natürlich meinen Eimer vergessen, weil mit dem Eimer könnten wir eigentlich auch so ein bisschen. Aber hier, ich sehe schon, da ist schon vorbei. Okay. Mit dem Eimer könnten wir uns so einen Wasserfahrstuhl bauen, mit dem man dann einfach gemütlich runterfährt. So. Also. Ja. Scheint. Hallo, Spinne. Scheint größer zu sein hier unten. Es lebe der angepasste Weltgenerator. So, wir leuchten erstmal so ein bisschen aus, dass wir so ein bisschen laufen können. Die ganzen Viecher, die wir jetzt getriggert haben, die lassen wir erstmal hinterherlaufen. So, mir ist vor allem wichtig, dass wir hier erstmal so ein bisschen Licht reinbekommen in diesen. In diese Aushöhlung hier. Obwohl, geht eigentlich. So groß ist es gar nicht. Habe ich mir größer vorgestellt. Und du da hinten bist schon wieder am Zischeln. Ich habe das genau gehört. Was hast du da eigentlich für ein leuchtendes Ding im Schritt? War das dann Goldklumpen? Du kriegst auch einen Kopf. Komm her hier, du bist ja nur Kopf. Kann man eigentlich auf die drauf springen? Ja. Nimm mich mit, nimm mich mit. Plock. So. Ja. Das war das. Was ist hier noch? Guck mal, hier geht's weiter. Ach, das war nur so ein kleines Becken von dem Ganzen hier. Alles klar. Hallo. Hallo. Ja. Hier ist größer. Und da sind keine Fackeln mehr. Komm, wir machen doch eh alles zu stacken, also was soll's. So.
96, nö, die fast 100, die kriegen wir demnächst. Hier ist noch so ein, guck mal, da oben geht's auch noch weiter. Ja, ja. Oho. Wo sind wir denn hier überhaupt? So. Wird mir ja wahnsinnig von. Da kann man nämlich auch hier Dings wieder umstellen. Fisken. Die aus und oben rechts. Unten rechts, oben rechts hier. Und oben rechts an. So. So, dann leuchten wir hier oben mal aus, soweit wir mal hochkommen. Upa. Gucken wir uns das nämlich gleich mal an, was wir hier gemacht haben. Da ist noch ein Mesemonster. Soll ich dir wieder auf den Kopf springen? So. Ach du Scheiße, hier geht das ja auch noch weiter. Och Mensch. Warum muss das denn hier so groß sein? Gut, da sind auch schon wieder Viecher. Ja, aber das sieht doch so aus, als wenn es da dann in den nächsten Raum gehen würde, oder? Hauen wir erstmal ihm hier auf den Kopf. Jopp, hat ja gut geklappt. Ja, nee, ist klar. Junge, Junge, Junge. Kommst du her oder bist du nur... Da ist er. Ach guck mal, dann stand er doch hier unten. Dann sind wir gar nicht so weit weg von unserem ursprünglichen Ort. Und wenn man direkt vor dem steht, dann schmeißt er zumindest keine Feuerbälle. Aber macht ihm auch irgendwie keinen Schaden. Was sagst du? Sprichst du mit mir? Ja, genau. Zweimal mit Süßsauer, bitte. Danke. Dann müsste ja rein theoretisch hier irgendwo oben mein Deckel sein, den ich drauf gemacht habe. Wenn das das überhaupt war. Aber ist egal, jetzt haben wir hier ein bisschen Licht. Da hinten geht es irgendwie weiter. Und nun gucken wir eigentlich mal, was wir hier jetzt alles Schönes haben. Also. Wir haben da auf jeden Fall noch irgendwas, was zu dunkel ist. So. Und ihr beiden da. Seid ihr da auch irgendwie im... So, die Spinne, die hier reingebackt ist, kann man die dann... Genau, komm mal raus hier. So. Darf ich dann jetzt mal mir das angucken? Hier bitte ganz in Ruhe. Gut, da oben, keine Ahnung, ob man da irgendwie hinkommt. Hier ist auf jeden Fall gut was zu holen. Hier ist noch viel mehr was zu holen. Ich glaube, einen großen Teil davon, den nehmen wir auch mit. So. Und hier geht es dann auch weiter, ne? Na, hier ist, na gut, hier ist wieder vorbei. So. Aber hier ist zu Ende. Guck mal an, hier ist dann doch vorbei. Ich dachte, da geht es dann noch ewig weiter. Aber ich glaube, zu diesen ewig großen Höhlen, da kommen wir später noch. Das wird wahrscheinlich alles so in der Höhe sein wie hier, ne? Gut, ist glaube ich nicht so schlimm, dass wir oben jetzt nicht ausgeleuchtet ist. Kommen wir eh nicht hin. So, aber mal zum Vergleich, liebe Minecraft-Spieler. Gibt es überhaupt noch welche, die normal Survival-Spiel spielen? Oder jedenfalls, das hier ist eine Höhle. Na? Wisst ihr Bescheid. Da hinten ist schon wieder so ein Knallbruder. Ups, Hilfe. Na, Teddy? Erzählst du mir wieder irgendwas? Oh, guck mal, da ist Mese. Genau.
So, holen wir uns erstmal das Mese. Wir gehen das jetzt mal hier von hinten ganz ordentlich mal durch und gucken mal, dass wir alles Wertvolle irgendwie mitnehmen. So, so. So. Da war noch einer, habe ich genau gesehen, aber egal. So, hier. Oh, jetzt ist hier wieder dunkel. So. Über! Ja. So. Zack, 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 zack. Das lohnt sich, das lohnt sich. Dann haben wir nämlich wieder so ein bisschen Material, mit dem wir dann noch arbeiten können. Weil ich wollte dann doch so langsam mal Richtung Technik hin mich orientieren. Dass wir zumindest mal eine Turbine bauen, dass wir einen elektrischen Ofen bauen und dass wir dann da nicht mehr Kohle ausgeben müssen, um Sachen zu brennen. Das wäre vielleicht ganz cool. Davon, dass alles komplett automatisch ist, sind wir, glaube ich, noch ein bisschen entfernt. Wer das mal sehen will, vielleicht mache ich mal ein Video drüber. Auf dem Server. Gucken wir mal. Da habe ich nämlich schon mal ein bisschen automatisiert. So. Aber erstmal. Wir trennen das mal so ein bisschen. So Singleplayer und Server. Und hast du nicht gesehen. Und Server ist ja eh immer so ein bisschen schwierig mit aufnehmen. Gerade wenn es ein öffentlicher Server ist. Ja, von wegen, was irgendwie die Rechte angeht. Persönlichkeitsrechte und so. Hat sich ja ein bisschen was verändert in der letzten Zeit. So. Es klingt immer so, als wenn ich gleich irgendwie meinen letzten Satz sagen möchte. Gut, die Hacke, die ist auch bald hinüber. Wenn die dann hinüber ist, sind wir hier, glaube ich, auch durch mit dem Aufernten alles. Und dann gehen wir mal gucken, was wir dann so als Ergebnis bekommen haben. Oh, wobei, hier gibt es noch ordentlich Zeug zu holen. Wie gesagt, ich nehme jetzt nicht alles mit, sondern so die großen Flächen, wo das Wichtigste drin ist. Die nehme ich mal so zum Teil mit. Ja, komm mal da ran. Komm mal da oben ran. Interessant, wenn man ganz weit am Rand steht, kann man nicht springen. Haben wir wieder was gelernt. So, dann hier mit und hier mit. Da oben auch mit, ne? Komm, so, was soll's. So, hier war noch mehr. Guck mal, hier ist noch... Das war jetzt aber kein Dings, das war jetzt irgendwas anderes. War das das hier? War das Zink? 27... Ja, war Zink. Zink brauchen wir, glaube ich, nicht so viel, aber auf jeden Fall haben wir ihn dann... Ich glaube, für Batterien brauchen wir eine später, ne? So. Ui, da ist die Fackel weg. So, setzen wir sie hier unten rein. Kannst du hier unten gleich mit beleuchten. Da oben. Das ist wieder Diamant. So. Noch mehr Zink. Oder braucht man. Nee, für Zink brauchte man, glaube ich. Für Zink. Für Batterien brauchte man, glaube ich, irgendwie was anderes. War das Schwefel? Irgendein Zeug braucht man auf jeden Fall für Batterien. Wobei, Batterien braucht man dann letztendlich ja für die Werkzeuge oder eben um eine Batterybox zu bauen, um dann Strom zu speichern. Da müssen wir mal gucken. Das braucht eh noch ein bisschen, aber wir haben dann auf jeden Fall zumindest schon mal so ein bisschen Material, mit dem wir dann Sachen anfangen können. Da oben kommen wir nicht ran, das ist aber nicht weiter tragisch. Ja, kommen wir da, kommen wir wahrscheinlich auch nicht ran. Doch, da kommen wir ran. Was war das denn? War das Chrom? War das hier irgendwie was von? Na, egal. Da haben wir noch mehr. Das ist... Silber! Silber ist das. Ich dachte, das Helle hier wäre Silber. Was ist denn hier das Helle? Ist das Chrom? Das ist Zinn? Okay. Ich bin maximal verwirrt. Egal. Nee, was war das jetzt? Chrom? Hm? 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 Hm. Gut, was auch immer. Wir nehmen es einfach alles mit. Man kann es ja immer mal gebrauchen dann für irgendwas.
Wir haben hier auf jeden Fall gleich erstmal alles abgeerntet. Upsala, sorry. Fackel wieder hin. So. Hier noch mit. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch was. So. Hab ich da schon wieder Grunzen gehört? Nö. So ein bisschen Kohle. Oh, du hast eine Kohle übersehen. da ist die Hacke hinüber. Ah gut, eine hatten wir ja noch. Aber hier hatten wir eigentlich auch soweit alles, ne? Guck mal, da oben ist noch das. Ja. Wir nehmen mal hier den Kram vom Boden noch mit und dann sollte das eigentlich passen, oder? Ich habe übrigens jetzt inzwischen auch TravelNet installiert. Das heißt, jetzt könnte ich mir hier theoretisch auch irgendwie eine Box hinbauen und die schon mal bezeichnen und dann hat sich das nämlich schon mal erledigt, hier nochmal wieder runterlaufen zu müssen. Man kann uns nämlich einfach hinporten. So, left and right row with glass, middle row, steel, miese steel, ich habe nicht genug Sand für Glas. Ist denn hier theoretisch irgendwo Sand? Nein, ne? Da ist noch ein Mesomonster. Das wollen wir. Doch, da hinten ist Sand. Hallo Mesomonster, vielen Dank fürs darauf hinweisen, wo der Sand ist. Dafür hau ich dich. Komm, ich springe hier wieder auf den Kopf. So. Wenn das jetzt fliegt, würde ich dann eigentlich mitfliegen. Zing. Also, machen wir mal. Erstmal hier ein bisschen Hammer, Hammer. So. 3, 4, 5, 6. Dann machen wir uns einen schicken Öfen. So. Dann machen wir uns hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein hierfür. So. Wir brauchen noch zusätzlich, war das Stiel und, war das ein miese Ding, sondern war das ein miese. 7, 7, 3, ah, ich habe ja ein miese Kristall, okay. Und dann müssen wir noch irgendwie zweimal Stiel machen. So. Kann man hier nämlich schon mal bauen. Dam, 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 dam. Dam, bam, 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 bam. Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder da. Zwei Probleme sind mir aufgefallen. A, TravelNet war nicht aktiviert. Und B, das ist ein Meseblock. Hab halt leider keinen Meseblock. Das heißt, nette Idee gewesen, aber lassen wir sein. Ist auch egal, die Höhle ist noch nicht so dramatisch, dass man sie wirklich wiederfinden müsste. Blub. Ne? Egal. So, aber eigentlich waren wir doch hier sonst soweit. Ja, mit dem Wichtigsten eigentlich. Ist doch durch. Haben wir eigentlich noch irgendwo. Jetzt seht ihr es wieder nicht, aber ich sehe auch gerade nichts. Moment. So. Also, es würde hier doch theoretisch, wenn man hier. Ihr seht es halt leider null, aber das geht hier noch deutlich weiter. Aber das kann auch. Naja, das kann sein, dass das von oben kommt. Aber dahinter ist auf jeden Fall noch was. Wir graben uns hier einfach mal ganz dreist nach hinten rein. Einfach nur mal, ups. Einfach nur mal, um zu gucken. Erstmal hier wegen der coolen Sachen. Und dann schauen wir nämlich mal hier hinten, ob wir hier hinten irgendwo wieder rauskommen. Also wir müssten eigentlich jetzt gleich jeden Moment hier irgendwo nach draußen kommen sollten, theoretisch. Irgendwas zischelt hier doch schon wieder in mein Ohr. Bist du hier? Nein. Aber egal, hier ist Mese.
Vielleicht kriegen wir ja doch noch einen Meseblock zusammen. Nee, ist kein Mese, es war Gold. So ein Unsinn, was erzählt er wieder für eine Scheiße? So eine dämliche, blöde Scheiße, die er hier immer erzählt. Strittig! ja. Im Prinzip sind wir in der Höhle. Das ist das Regelwerk. Das Regelwerk geht hier lang. Das ist rausgerissen. Der Schrank ist im Prinzip auf. ja gut, okay, ja, schade. Nö, dann machen wir die Hacke noch kaputt, gucken mal, ob wir hier noch irgendwas Spannendes finden. Und ansonsten gehen wir dann erstmal wieder nach Hause und schauen mal uns das Ergebnis von dem an, was wir nun hier alles ererntet haben. Tonnen von Cobblestone. Gut, aber Cobblestone kommt in unsere Kiste. Dann ist das zumindest schon mal wieder weg. Hier wäre... Oh, ist hier offen? Nee, hier ist zu. Hier wäre noch mal ein bisschen Sand gewesen. Ja, dann... Es ist eigentlich egal, wenn man das Ding hier mal wieder aus. Ich meine, ist eh egal, wo wir jetzt hier gleich hinkommen, weil hier ist jetzt eh gleich vorbei. Wir machen nur eben noch die Hacke kaputt. Wobei das wohl noch eine Weile dauern könnte, bis die dann tatsächlich auch mal kaputt ist, die Hacke. Aber dann sind wir zumindest mal ein bisschen runtergekommen hier. Ich meine, sind wir sowieso schon, aber hey. Gut, ach, ich gucke immer so ein Parallel aus dem Augenwinkel auf die Aufnahme, wenn ich da jetzt mal hinschaue. Ja, guck mal, eine Stunde haben wir schon wieder voll. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt noch groß irgendwie machen könnten. Hier unten irgendwo hinkommen. Nee, wahrscheinlich auch hier nochmal anmachen. Sieht aber komisch aus hier über den... Was ist das für eine komische Ansicht? Naja. Gut, aber da, wo wir jetzt gerade hingraben, da passiert eh nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schon mal nach Hause. Ist scheißegal. So. Gucke mal hier. Da ist gerade irgendwas verbrannt. Naja, gut. Da hinten brennt es auch. Was dampft es denn hier so? Ich bin verwirrt. So, hoho. Okay. Wir gehen mal kurz zurück, weil ich wollte nämlich ganz kurz mal was nachschauen. Kann nämlich jemand schöne Wasserturbine bauen. Ah, guck mal, das ist nämlich das, was ich meine. Das ist alles so kackteuer. Haben wir davon eigentlich was mitgebracht? Ah, guck mal, da hätten wir sogar was mit dabei. Aber ich glaube, die alleine gibt noch nicht genug Strom, ne? Was gab die? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier so ein komisches... Kann man die in den Ofen schmeißen? Okay. Davon brauchten wir... 8 Stück. Meine Güte. Das heißt, aber wir haben ja genug mitgebracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bam! Das machen wir jetzt noch eben.